Erleuchtung ist ein großes Wort, doch für die meisten klingt es nur esoterisch. Aber ich rede nicht von Esoterik, sondern von einer Methode, die ich selbst seit vielen Jahren praktiziere und mit der man gelassen und frei werden kann. Frei sein von negativen, also unheilsamen Gefühlen, Gedanken und Taten ist eine recht gute Beschreibung des Begriffes Erleuchtung. Es wurden 7 Fähigkeiten beschrieben, die man in sich entwickeln kann, wenn man sich erleuchten, also frei sein möchte. Achtsamkeit, die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit gehört dazu, Untersuchung und Willensstärke, Verzückung, Sammlung des Geistes, also Meditation, Gelassenheit und Gleichmut. Einige dieser Qualitäten kann man mit Anstrengung und Energie willentlich üben. Andere entstehen allmählich, wenn die anfängliche Anstrengung völlig anstrengungslos wird und das eigene egoistische Wollen zum Erliegen kommt. Das kann Jahre dauern. Aber ist nicht auch das ganze Leben ein Lernprozess? Das Ziel des Lebens ist für mich das Leben selbst. Und ob ich und andere dieses heiter, fröhlich und gelassen oder aggressiv, ängstlich und aufgeregt verbringen, macht einen großen Unterschied. Deshalb ist es auf Dauer auch nicht genug, sich in der Meditation nur selber zu üben, sondern es ist wichtig, auch anderen Menschen zu helfen. Das sollte nicht zu früh sein. Solange wir noch selbst in den eigenen Verstrickungen, Abhängigkeiten und Anhaftungen stecken, wird wenig dabei herausschauen. Aber warten zu wollen, bis wir uns gänzlich befreit haben, da könnten wir lange warten. Sinn hat es, sich einerseits selbst zu üben und andererseits sich auch um seine Mitmenschen zu kümmern. Das bedeutet, einen mittleren Weg zu gehen. In der Mitte zwischen den extremen Ansichten des Theismus und Atheismus, zwischen extremen Wohlleben und strenger Askese, zwischen Zölibat und ungehemmter Promiskuität liegt in meinen Augen das Ziel. Zumindest, wenn man heiter und gelassen, mitfühlend und liebevoll werden möchte.